Willkommen zurück im Campus Gesundheit, bei mir immer noch Peter Mittermeier und wir machen jetzt weiter mit den Gewinnern der Weihnachtslosaktion der Reutiner Kaufmannschaft. Das Glücksengel bei der ersten Zwischenverlosung war die dreijährige Mila. Sie hat gezogen Familie Wassermann aus Reute. Sie gewinnen ein Samsung Smartphone mit Hülle aus der Retzak-E-Welt. Ebenso Birgit Ried aus Ehenbichel. Sie gewinnt einen Juwelier-Seitz-Gutschein in der Höhe von 200 Euro. Maria Rief aus Nesselwengle einen Gutschein von Leitner Schuh in der Höhe von 200 Euro. Dominik Scheucher aus Reute einen Bader- und Fringer-Gutschein in der Höhe von 200 Euro. Melita Hesele aus Ehenbichel, Kurzfashion-Gutschein, ebenfalls in der Höhe von 200 Euro. Peter Friedl aus Vorderhornbach gewinnt einen Metzgerei-Kastner-Gutschein in der Höhe von 200 Euro. Und Justi Rudiger aus Breitenwang gewinnt einen Lagerhaus-Gutschein, ebenfalls in der Höhe von 200 Euro. Eine Übertrittskarte für die Highline 179 gewannen Isolde Mörz aus Zöblen, Brigitte Hofherr aus Breitenwang, Hildegard Koch aus Elbingalb, Sebastian Wolf aus Lechaschau, Sabine Müller aus Green, Carmen Helmer aus Ehenbichel und Roswitha Siegel aus Wengle. Zudem bekommen Sie einen Familieneintritt für die Alpentime Ehrenberg. Ja, wir gratulieren allen Gewinnern recht herzlich. So Peter, jetzt würde mich noch interessieren, ihr habt es geschrieben von der familienfreundlichen Teilzeitausbildung. Bitte erklär uns doch, was das genau bedeutet. Ja, wir haben einen neuen Ausbildungstyp, der startet nächstes Jahr im April, am 1. April 2022, eine Ausbildung zur Pflegeassistenz. Und das Besondere daran ist, dass die nicht ein Jahr dauert, sondern sie dauert 21 Monate. Zielgruppe sind Wiedereinsteiger oder Einsteigerinnen und Umsteiger und Umsteigerinnen. Wir haben das so kreiert, dass immer nur am Vormittag Unterricht ist. So ist es möglich, dass Mütter oder Väter mit Kinderbetreuungsbedarf daran teilnehmen können. Wir haben uns auch an den Schulferien vom normalen Regelschulwesen orientiert. Es gibt also Sommerferien, Herbstferien, Winterferien. Die Semesterferien oder die Karwoche ist auch frei, also ist ident mit den normalen Schulferien. Es gibt auch Förderungen, die kann man dann über das AMS oder AMG erfragen. Also ist eine sehr gute Ausbildung, die bestens gefördert und unterstützt wird, weil ja das Ziel ist, dass möglichst viele jetzt neu in den Pflegeberuf einsteigen können, damit der Pflegebedarf zu decken ist im Bezirk. Mhm. Wenn du jetzt gerade vom Einsteigen redest, wie bewirbt man sich denn bei euch und braucht es ein Vorwissen? Ja, bewerben, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich online bewerben oder anrufen bei uns. Also wir nehmen uns gerne Zeit für jeden Bewerber oder Interessenten und würden alles auch persönlich jedem erklären. Und wie gesagt, Vorwissen, glaube ich, braucht man keins. Vorwissen braucht man keines. Also in der Pflegeassistenzausbildung ist es so, dass man die allgemeine Schulpflicht abgeschlossen haben muss und 17 Jahre alt sein muss. Dann kann man sich für diesen Ausbildungstyp bewerben. Und wie sind dann die Berufsaussichten, wenn man mit seiner Ausbildung fertig ist? Ja, die sind bestens nicht nur im Bereich der Pflegeassistenz, auch Fachassistenz oder auch im Bachelorstudium und auch bei der Heimhilfe. Also alle Absolventen bei uns, die kriegen in jedem Fall eine Stelle oder können sogar zwischen mehreren Stellen wählen. Wunderbar. Peter, vielen Dank für das sehr ausführliche und interessante Gespräch. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Wir bedanken uns bei allen Zusehern fürs Zuschauen, freuen uns auf nächste Woche und wünschen euch alles Gute.